Jojo Mari hier und willkommen zum letzten bzw. vorletzten Infovideo des YPTs. Wir haben das Finale jetzt gehabt zwischen Tite Jonas und Holy Darky. Und Holy Darky hat gewonnen. Dementsprechend ist Holy Darky der Gewinner des YPTs und wird in der nächsten Staffel oder in der nächsten Season der King-Finalist sein. Und dementsprechend werden die Leute sich daraufhin kämpfen, gegen Holy Darky am Ende zu treten und um den King-Titelplatz anzutreten. Ansonsten möchte ich noch... Moment mal, ich krieg gerade was von der Redaktion rein. Aha. Okay. Ja, wir haben einen King-Finalisten für dieses Jahr tatsächlich organisiert, beziehungsweise ich habe ihn organisiert. Und dieser King-Finalist hat euch was zu sagen, beziehungsweise hat dir was zu sagen, Holy Darky. Oho, ihr dachtet, ich wär's. Aber nein, es ist eigentlich nicht der gute Present. Hi, ich bin Abazi und ich habe die große Ehre, der Gegner im King-Finale zu sein. Deswegen würde ich sagen, werter Holy Darky, du denkst jetzt vielleicht, weil du das Turnier hier gewonnen hast, du bist der Shit. Aber nach dem King-Finale denken sich alle höchstens, heilige Scheiße, wurde Darky zerfickt. Man sieht sich. Ihr habt richtig gehört, es ist Pokebazi. Ich habe ihn gefragt gehabt, hey, hast du Lust, da King-Finalist zu sein? Und dann hat er mir noch kurz die Audiospur geschickt auf meine Anfrage. Und ja, Pokebazi wird euer Gegner sein, oder wird dein Gegner sein, Darky. Und ihr habt bis nächste Woche Sonntag Zeit, mir den Kampf zu schicken. Ist halt diese ganz normale Regel, das hat sich jetzt für das Finale jetzt nicht groß geändert. Und ja, das war soweit alles. Zum Schluss möchte ich noch sagen, Holy Darky, herzlichen Glückwunsch für den Turniersieg. Hast du wirklich verdient, du hast super gespielt, die Kämpfe über. Verdienter Platz 1. Ich kann dazu jetzt noch sagen, mein kleiner Favorit war Tite Jonas gewesen. Dementsprechend habe ich sie auch die ganze Zeit für mich geheim behalten. Und Holy Darky, trotzdem großes GG an dich. Der Kampf von euch beiden wird jetzt am Mittwoch online kommen. Und ansonsten möchte ich sagen, wünscht Holy Darky gerne in den Kommentaren herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten würde ich sagen, ja, lasst dem Video gerne positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, was, beziehungsweise wie ihr das Turnier fandet bisher. Und ansonsten würde ich nur sagen, Leute, da rein, ciao und bis zum hoffentlich nächsten Video. Ciao, ciao.